Hi Leute, wir sind's wieder, Marco und Dominik hier vom Swim Performance Kids Camp und unsere Teilnehmer haben gerade Mittagspause und wir wollten euch aber wieder vor allem für die Breitensportler oder für die Leute, die zu Hause nicht in einem Verein trainieren und vielleicht nicht so oft Rückmeldungen über ihre Technik bekommen, ein paar kleine Tipps fürs Brustschwimmen geben. Und zwar könnt ihr euren Beinschlag zu Hause selber korrigieren, ob ihr das Ganze richtig macht. Und zwar gibt es eine Übung, wir schwimmen Brustbeinschlag in Rückenlage, ja, und halten einfach mal das Brett unterm Kopf und können dann ein bisschen an unserem Körper nach unten gucken. Und dann schwimmen wir einfach, wir ziehen die Beine unterm Körper an und machen danach eine schöne Schwunggrätsche, machen danach eine Pause. Und da gibt es ein paar Tipps dabei. Marco, was sollte man dabei denn bedenken? Genau, wichtig ist darauf zu achten, dass die Knie eben nicht aus dem Wasser kommen, dass man die Beine nicht nach vorne anzieht, sondern schön hinter dem Rücken. Und wenn man es sich dann ein bisschen schwerer machen will, kann man auch einfach die Arme noch weiter strecken, dann wird es eben noch mehr Spannung im Körper und es wird ein bisschen anstrengender. Und auch achtet auch darauf, dass eure Knie nicht über Schulterbreit oder Schulterbreit gehen, sondern haltet die Knie relativ eng, ungefähr hüftbreit. Und dann wirklich enges Anfersen und eine breite, schöne, schwungvolle Schwunggrätsche. Und dann, Marco schwimmt voraus und ich schwimme nach. Und viel Spaß beim Zuschauen. Genau, achtet auf Körperspannung. So. Ja, das reicht auch schon. Genau, ihr habt es gesehen. Ja, haltet das Gleichgewicht, achtet auf die Körperspannung. Wenn das Ganze mal sitzt, könnt ihr das ohne Brett machen, in Strecklage. Und ja, habt einfach Spaß dabei, macht es zu Hause nach. Wirklich kontrolliert euch selber. Und dann war es das schon wieder von uns. Marco, danke fürs Mitmachen, für die Tipps. Gerne. Ja, macht's zu Hause nach. Ciao, ciao. Tschüss.